Cloud, oder? Es geht um Aerith, oder? Sorry, schönerer als sie. Ich weiß. Sie haben sie von hier mitgenommen. Sie war hier? Das wollte Aerith so. Was will Shinra von Aerith? Aerith ist vom alten Volk. Die einzige Überlebende des alten Volkes. Was hast du gesagt? Aber bist du nicht ihre Mutter? Nicht ihre leibliche Mutter. Das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Im Krieg. Mein Mann wurde an die Front geschickt. Weit weg. An einen Ort namens Utai. You sure you don't mean Wutai? Ich kenne Wutai, aber Utai? I don't know. Ich weiß nicht, ob das wieder so ein Übersetzungs-Error ist. Eines Tages ging ich zum Bahnhof. Ich hatte einen Brief bekommen. Er soll im Urlaub nach Hause kommen. Ach, guck mal, da sind Bix und Jesse. Oh. Dass sie noch lebendig waren. Oh, das ist süß. Mein Mann kam nie wieder. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Nein, ich bin sicher, dass sie nur einen Urlaub gestrichen haben. Ich bin jeden Tag zum Bahnhof dann. Eines Tages... Während des Krieges erlebt man sowas oft. Bring Aerith in Sicherheit. Das waren ihre letzten Worte. Mein Mann blieb fort. Wir hatten keine Kinder. Wahrscheinlich war ich einsam. Darum beschloss ich, sie mit nach Hause zu nehmen. Aerith und ich lernten uns sehr schnell gut kennen. Das Kind redete sehr gern. Sie sprach über alles mit mir. Sie sagte, sie wäre irgendwo aus einem Forschungslabor entflohen und ihre Mutter sei schon zum Planeten zurückgekehrt, damit sie nicht allein ist und viel mehr. Zum Planeten zurückgekehrt? Ich wusste nicht, was sie meinte. Ich fragte, ob sie einen Stern im Himmel bedeutete. Aber sie sagte, es sei dieser Planet. Sie war in vieler Hinsicht ein geheimnisvolles Mädchen. Mama! Deswegen habe ich sie geklont und oben im Zimmer eingesperrt. Deswegen kam sie noch gerade mal runter. Entschuldigung, ich musste gerade ein bisschen mal aufheitern. Bitte weine nicht. Auf einmal sagte Aerith das alles, als ich sie fragte, ob etwas passiert sei. Jemand, der dir nahesteht, ist gerade gestorben. Seine Seele kam zu mir, aber er ist schon zum Planeten zurückgekehrt. Damals glaubte ich ihr nicht. Aber einige Tage später erhielten wir eine Benachrichtigung, dass mein Mann gestorben war. Und so ist das geschehen. Es ist viel passiert, aber wir waren glücklich. Bis eines Tages... Wir wollen, dass sie uns Aerith zurückgeben. Wir suchen schon seit langem nach ihr. Nein, niemals! Aerith, du bist ein ganz besonderes Kind. Von ganz besonderer Abstammung.
Deine wirkliche Mutter war vom alten Volk. Aerith? More like scary. Oh Gott. Natürlich hörte ich es, dass sie vom alten Volk war. Das alte Volk wird uns in ein Land der Glückseligkeit führen. Aerith wird all den Leuten in den Slums zum Glück verhelfen. Deshalb will Shinra Aeriths Hilfe. Es stimmt nicht, ich bin nicht vom alten Volk. Ich bin nicht vom alten Volk. Aber Aerith, du hörst doch bestimmt manchmal Stimmen. Was? Du hörst doch bestimmt manchmal Stimmen. Bist, wenn du ganz allein. Bin ich gerade wieder so doof oder ist die Übersetzung scheiße? Moment. Du hörst doch bestimmt manchmal Stimmen. Bist, wenn du ganz allein. Das ist einer von diesen Momenten, wo ich wirklich mehrmals überlegen muss, bin ich jetzt doof oder ist der Text doof? Aber ich glaube, der Text ist doof. Nein, ich höre keine. Ich sehe tote Menschen, aber ich höre keine tote Menschen. Einfach nochmal kurz gegen Shima eintreten. Aber ich wusste es. Ich wusste von ihren geheimnisvollen Kräften. Sie bemühte sich so sehr, sie zu verheimlichen. Deshalb tat ich so, als hätte ich nie etwas bemerkt. Es ist erstaunlich, wie sie all die Jahre Shinra meiden konnte. Shinra braucht sie. Sie werden ihr wohl nichts antun. Aber warum gerade jetzt? Ja, warum brauchen... Und wieso jetzt? Jetzt? Warum sind manche Sachen so komisch abgeschnitten, ey? Sie brachte ein kleines Mädchen mit hierher. Auf dem Weg hierher fand Zhang sie. Sie konnte wohl nicht schnell genug entkommen. Sie beschloss, zu Shinra zu gehen, damit das kleine Mädchen sicher war. Das muss Marlene sein. Marlene? Aerith wurde wegen Marlene gefangen? Es tut mir leid, Marlene ist meine Tochter. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Du bist ihr Vater? Wie konntest du nur jemals ein Kind so allein lassen? Bitte fang nicht damit an. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was mit Marlene geschieht. Aber du musst eins verstehen. Ich weiß auch keinen Rat. Ich will bei Marlene sein, aber ich muss kämpfen. Weil sonst der Planet stirbt. Deshalb kämpfe ich weiter. Aber ich mache mir Sorgen um Marlene. Ich will immer bei ihr sein. Siehst du, es dreht sich im Kreis. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sie schläft oben. Geh doch zu ihr. Es ist meine Schuld. Ich habe Aerith darin verwickelt. Sag sowas nicht. Aerith glaubt das nicht. Furcht. Och, Mann. Ich bin so froh, dass du okay bist. Papa, weine nicht. Deine Stoppeln tun mir weh. Cloud. Du hilfst Aerith nicht, wa? Sie hat so viel für dich getan. Wenn du gegen Shinra kämpfst, kann ich nicht einfach hier bleiben. Ich komme auch mit. Weißt du was? Aerith hat mir ganz viele Fragen gestellt. Zum Beispiel, was für ein Typ Cloud ist. Ich werde sie mag dich, Cloud. Fuck, I hope. ich weiß nicht. Blödmann. Da ist wohl wieder ein kleiner Bug, wenn ich jetzt sage, ich will nicht schlafen.
dann schläft man aus Trotz. Na gut. So, wieder ein bisschen hinsetzen. So. Ups, hoppala. Kabel, Kabel. Ah, good morning. Dummkopf, der leckt mich auch. Morning. Alles ist nicht traurig. Guten Morgen. Ist meine Schuld. So. Wann gibt's Frühstück? Mara, wann gibt's Frühstück? Wann gibt's Frühstück? Wann gibt's Frühstück? Too soon? Okay. Du hast Eric suchen, oder? Ja. Ich geh mit. Wir gehen direkt ins Schindler Hauptquartier. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Ich weiß. Momentan habe ich das Gefühl, ich müsste bis an meine Grenzen gehen. Wenn ich hier bleibe, würde ich wahnsinnig werden. Sorry, kannst du noch ein bisschen länger auf Marlene aufpassen? Klar. Das macht mir nichts aus. Hier ist es jetzt gefährlich. Du solltest besser woanders hingehen. Du hast recht. Aber versprich mir, dass du wieder zu ihr zurückkommst. Lass dich bloß von niemandem umbringen. Nicht wahr, Barrett im Remake? Ja. Alright, let's fuck shit up. Wie kommen wir zum Shinra-Gebäude? Es gibt keinen Zug mehr, der darauf fährt. Lass uns doch einfach zum Wallmarkt gehen. Vielleicht finden wir ja dort etwas. Not gonna lie. Es selber nochmal zu lesen, also wirklich so komplett selber zu lesen. Hittet irgendwie ein bisschen anders. Ich versuche dich wirklich komplett zu voice-acten, wie man vermutlich merkt. Aber es macht doch etwas. Ein bisschen. Interessant, wie wirklich doch mitten im Kampf so irgendwelche Autogeräusche oder sonst irgendwie, also so generell Straßengeräusche sind. Ich bin gespannt, wie sich's dann später handhabt, wenn wir mal nicht in der Stadt sind. Ja, gut, Sachen rutschen ist nicht mehr, ne? Ach nee, hier ist das Ding. Piep, piep. Ich werde auch mal lesen, was es dieser komischen Hütte auf sich hat. Ist ja richtig suspekt. Juhu, sagst du denn nix? Warum denn? Oh, High Potion. High Potion, have we met? Können wir eventuell, ich frag für einen Freund. Scheinbar nicht. Ha, du bist! Tut mir leid, aber ich habe schon von dir gehört. Abgesehen davon, dass du dich wie eine Frau kleidest, scheinst du gerne Sachen kaputt zu schlagen. Wir suchen nur kultivierte Kunden. Was? Wie hast du nur kultivierte Kunden, der kapiert? Du gehst also lieber.
Jetzt sei doch nicht so. Sag mal, bist du hier Türsteher? Ich dachte, du bist hier irgendwie in Handschellen oder so. Kacke. Wir können also nicht mehr ins Honigtöpfchen. Oder in die Honigbiene. Schade. Ah, wir könnten mal kurz was essen. Koreanischen Grillteller. Oh, hier, jetzt komm, Grillteller. Na, ich bin mal gespannt. Lass dich Gil hier, komm. Na, wie sieht der aus? Wie sieht der aus, der Teller? Der koreanische Grillteller. Alle anderen Portionen sehen irgendwie viel größer aus, aber meine, naja. War okay. Kann man mal machen. So, der Drug Guy. Der hat. Ah, schade. Ah, Gewitter. Nehmen wir doch einmal. Okay. Ich brauche diese andere Materie. Materie. Was sagst du? Was sagst du? Ich. Was sagst du? Keine Ahnung, Leute, was sage ich? Okay, hier, schau mal, kann ich nichts bauen. Was war hier? Ach, das war hier die... Ah, ja. Ich kann ja nichts machen, nicht wahr? Man weiß nie, ob die Platte runterkommt. Ja, die kam schon runter. Genau, wenn ich könnte, würde ich zur Platte... zur Plattform raufklettern. Das kann... Okay. Ist der noch drin? Der ist wirklich noch drin. Mein Gott, der scheißt ja noch länger, als der andere kotzt. Aber Kassette läuft noch. Equipped. Mythril. Nein. Und Mythril. Und Mythril. Oh. Hat gar keiner mehr hier rausgerüstet. Boah, Schutz will ich ihm jetzt nicht geben. Blitz aber schon und. Fokus aber Genesung. Was kann ich verkaufen? Bronze. Die kann weg. Leder. Ah, ich behalte die nochmal lieber. Und. Die alten Waffen behalte ich wirklich mal. Ich mache euch tolle Sehen, kommt mit! Man kann die ja immer noch auf Leute schmeißen. Aber. Weiß ich nicht, was da steht. Die sind alle an diesem Kabel hochgeklettert. Unheimlich ist das! Können wir da hochklettern? Ja, das ist die Verbindung zur Oberwelt. Okay, wir klettern an den Kabel hoch. Das schaffen wir nie. Weißt du, wie hoch das geht? Natürlich geht das. Schau! Was sagst du dazu?
Das ist ein ganz normales Kabel. Ach ja, für mich sieht's aus wie ein wunderbarer Strand zur Hoffnung. Der Hope. Aber Lynch. Aber Lynch. Du hast recht. Das ist der einzige Weg, der uns bleibt, Marys zu retten. Das war ein seltsamer Vergleich, aber ich kann dich verstehen. Wir probieren's. Na dann, let's fucking go! No mercy! Boy? Bolli? Was? Bulli? Süv! Oh Mann, das ist gruselig! Das ist grauselig! Hey, ganz schön unheimlich, was? Papa hat mir gesagt, dass Shinra dahinter steckt. Ich könnte jetzt wieder so einen kleinen DDR-Spruch bringen, aber ich lasse das mal lieber, ne? So, dieser Part wird wieder sehr interessant. Wow. Batterie einlege, könnte der Propeller laufen. Hm. Ja, besser nicht politisch werden. Ja, nee, das machen wir. Den machen wir nicht. Geht nie gut aus. Ups. Okay. Batterie. Ich brauche eine Batterie. Eine Batterie. Oh Gott, wie ging dieser Part doch mal, verdammt. Okay, dann geht ja jetzt nur bedingt. Na, jetzt. War hier nicht irgendwo? Muss ja hier. Vergiss es nicht. Muss hier sein. Eine Batterie einlegen. So muss man die finden. Ich habe mal den Guide offen für die Gelegenheit und dachte so. Besorgt mir Streitbatterien von dem Mann im Waffengeschäft. Okay. Dann hätten wir. Ja, okay. Nochmal runter. Hätten wir ja lange hin und rauf und runter latschen können. Ja, Mann, oben, Mann, Kacke. Zur Plattform hoch, hier, nimm eine Zinkbatterie. Du willst mir das verkaufen, was du gerade gefunden hast?
Hey, das wusstest du. Aber ich habe sie repariert. Warum brauche ich eine Batterie und so Plattform so... Cloud, you've been there. Das wirst du schon sehen, wenn du ankommst, oder? Ja, hier, komm. Willst du mich verarschen? Nicht nur eine? Ist es wirklich bloß eine gekommen, oder? Ignoriere den Bikini-Slip. Okay, warte mal. Wenn wir ja noch die Gelegenheit haben. Dann könnten wir doch noch mal die ganzen Sachen hier abklappern, oder? Ist eine Phönixfeder. Und... nichts weiter. Ah, guck mal, hier haben sie Mojang gespielt. Ah, hier ist das Sex-Dungeon. Oh, ist das eine Truhe? Nee, ist keine Truhe. Nee, keine Truhe. Okay, nichts weiter. Wegen einer Phönixfeder bin ich jetzt echt doch mal. Naja, okay, gut. Mojang, meinst du nicht eher Domino Scrabble? Ja, irgendwie sowas. Ja, kann ich hingucken? Kann ich da doch nochmal. Ich weiß gar nicht. Du bist... Bitte hilf mir. Lass ihn. Ich hab nur gemacht, was der Dong mir gesagt hat. Hilf mir. Ja, okay, hier. Danke. Als ihr weg wart, sind die Shinra-Leute hier eingedrungen und haben Dinge gesagt wie Informationen durchgesickert und Miete. Die haben den Don wohin mitgenommen. Und das ist alles... Ich bin immer noch hier. Oh weh. Sie sind wieder da. Ich verschwinde. Bis bald. Kannst du nicht noch wenigstens irgendwas liegen lassen? Na toll. Scheiße, mach ich dir der Spinne. Ich helfe dir noch ohne Gegenleistung. Weißt du? Ja, das kotzt mich an. Aber sowas von. So, jetzt da. Hallo, da hoch. So. Ah, so ein kleines Kotztierchen. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir jetzt wirklich eine Batterie haben oder nicht mehr. Wobei in einem Geilstand eigentlich drei Batterien. Wir werden sehen. Da, so. Eine Batterie einlegen. Ich schätze, ich muss dem Verkäufer einfach glauben. Hossa! Der Propeller propellert! Schön, wenn Sachen funktionieren. Kann ich sie wieder mitnehmen? I can't. Kann ich hier? Ich? Muss ich so?
so ran? Ah, aha, okay, okay. Kletter, 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 kletter. Eine Batterie. Schranke hoch. Oh. Oh, PTSD. PTSD. Oh, fuck. Ich geh erstmal hier hoch. Ach nein, ich muss da. Ach nee, ich muss da von hier. Oh. Das scheint die einzige Chance zu sein, auf die Schranke zu. Oh. Ich schwimme mich in Action. Ich könnte es schaffen, wenn ich springe, bevor sie mir zu nahe kommen. Ja, ist er gut. Ich hab's verstanden. Okay. Zu früh gesprungen. Fick dich. Ja, diesen Part, ich. Ja, okay. Zu früh gesprungen. Okay. Hops. Zu früh gesprungen. Wie, noch später? Okay. Ja, es ist gut, ist gut. Ah. Also die Dinge sind drei, ne? War doch gar nicht so schwer, also. Ich dachte, losspringen, bevor es zu nah. Aber okay. Okay, wieder da holen. Und da runter. Ups. Und Batterie. Sweet. Jetzt wieder runter. Und jetzt. Oh nein. Aber ich komme ja nicht mal hoch. Oder? Hä? Ah, okay, okay. Well, same game again. Ahaha, first try, juhu! Ich bin gut an Sachen anspringen. So, kletter, 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 kletter. Das ist das, oder? Moment. Ich kann? Ah, okay. Bisschen verwirrend. Aber man kommt an.